Hier sind die Ems TV News. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Seit dem 6. Dezember 2022 wird Isabel S. vermisst. Die 26-Jährige kommt aus dem Bereich Oldenburg und wurde zuletzt am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Südener Straße in Rastede gesehen. Isabel S. ist 1,63 groß, hat grün-blaue Augen und dunkelblonde lange Haare. Angaben zu der getragenen Kleidung liegen leider nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0441 790 4115 zu melden. Musik ist die Kurzschrift des Gefühls, sagte einst der Schriftsteller Leo Tolstoi. Musik hat auch das Leben einer Tänzerin als auch die Betreiber des Musikstammtisches aus Lingen geprägt. Für ihre kulturelle Arbeit haben sie einen Preis erhalten. Es ist der Applaus für Irina Kempel. Für ihr Engagement als Tanzlehrerin wurde sie nun am Donnerstagabend mit einem Kulturpreis ausgezeichnet. Im Alter von 4 Jahren hat sie mit dem Tanz angefangen. Sie besuchte eine Schule für klassisches Ballett. Mit 18 erwarb sie ihr Diplom als Balletttänzerin. Nach einer erfolgreichen Solokarriere in Russland unterrichtete sie Tanz in Lingen. Eine Gruppe hat sie noch besonders in Erinnerung. Das war die Gruppe, Tanzgruppe Vis-à-vis. Die kamen Kinder zu mir mit 5 Jahren und die sind geblieben bei mir. Und seit 26 Jahren, die tanzen bei mir und die sind immer bei mir geblieben beim Tanzen. Wir haben so viel zusammen erlebt. Die waren in Japan, in Moskau, die waren in Kroatien, in Slowenien. Und jede WKT-Eröffnung, die haben mitgemacht. Tanzgala, TPZ-Gala. Ohne die Tanzgruppe Vis-à-vis, ich würde hier gar nicht stehen. Weil die Kinder sind wie meine eigenen Kinder. Ich habe die großgezogen. Das ist die Tanzgruppe Vis-à-vis. Auch Urgestein Piano Pete der Kulturszene aus Lingen konnte den Kulturpreis entgegennehmen. Zusammen mit anderen Interessierten fassten sie den Entschluss, einen Musikerstammtisch zu gründen. Wir kannten Sessions aus anderen großen Städten, aus Studentenstädten etc. Und hier sind die Musiker abgewandert, sind nach Hannover, Köln, Berlin und so weiter gegangen. Und hier hatte man nachher keine wirkliche Base mehr, einen Platz, wo man sich treffen kann. Seit über 30 Jahren gibt es den Musikerstammtisch, der alle Musikrichtungen willkommen heißt. Im Mittelpunkt steht die Förderung von Musiktalenten aller Altersgruppen. Jeden zweiten Sonntag im Monat kann jeder bei Interesse im Biergarten im Koschinski seine musikalischen Schritte wagen. Brian Lügen wird zukünftig durch den Abend des Stammtisches führen, der auf unvergessliche Momente hofft. Was ich gerne für den Musikerstammtisch noch haben möchte für die nächsten 30 Jahre, ist, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf diese Spartenvielfalt zurückkommen können. Es gab Jahre, wo auch Studierende oder andere Leute aus dem Theaterbereich einfach mal zu diesem Stammtisch gekommen sind, auch unangemeldet, und irgendetwas passiert ist, wovon keiner wusste. Und das war dann nochmal eine besondere Sache, die auch natürlich in Erinnerung bleibt. In gemütlicher Atmosphäre wurde abschließend auf den diesjährigen Kulturpreis angestoßen. 31 Absolventinnen und Absolventen feierten mit einer Zertifikatsübergabe den erfolgreichen Abschluss des Berufsbildungsbereiches bei Vitus. 10 von ihnen konnten sich zudem über ihre erfolgreiche Qualifikation zum Handwerksgehilfen oder zur Hilfskraft in verschiedenen Gewerken freuen. Besonders bejubelt wurden die 10 jungen Menschen, die darüber hinaus auch eine kammerakkreditierte Qualifizierung zu Handwerksgehilfen Metall oder Holz bzw. zu Hilfskräften in den Bereichen Hauswirtschaft oder Gartenbau erfolgreich gemeistert haben. Sie erhielten ein zusätzliches Zertifikat der Handwerks- bzw. Landwirtschaftskammer. Mit den durch Vitus ins Leben gerufenen Qualifizierungsmaßnahmen können die Absolventinnen und Absolventen ihre erworbenen Fähigkeiten nachweisen und sich besser auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bewerben. Ungefähr ein Jahr hat es gedauert, doch seit 6 Wochen sind die Kinder der Kita Handtrupp-Wettrupp wieder in ihren alten Räumen. Doch nicht so ganz. Es fühlt sich an wie ein Wunder, soll eines der Kinder gesagt haben, als sie die neue Kita in Handrupp beziehen konnten. Kita-Leiterin Astrid Möllerhaus beschloss daraufhin, die Sterne als Symbol für das Wunder aufzugreifen. Neben Weihnachtsdeko und gemütlichen bunten Farben findet sich darum auch der Stern hier wieder. Für die Chefin, wie sie vom Team genannt wird, hat die dringend notwendige Sanierung der Kita auch noch schönere Wohlfühlatmosphäre beschert. Dadurch, dass wir einige Wasserschäden bei uns in der Kita hatten,
haben wir Architekten beauftragt, uns einmal zu unterstützen und zu gucken, was wir machen sollen. Und es sind ganz viele Dinge zum Vorschein gekommen, die wir ändern wollten. Also eigentlich war es fast eine Kernsanierung. Wir haben Fußbodenheizung dazu bekommen. Der Bau wurde höher gesetzt, damit die Fußbodenheizung eingebaut werden konnte. Und dadurch haben wir jetzt einfach eine ganz andere Wärme hier. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Auch die Akustikdecken bei uns in der Kita sind neu gemacht worden. Dadurch haben wir eine ganz angenehme Arbeitsatmosphäre. Auch bei den Kindern kommt die schönere Kita gut an. Sie sind ruhiger geworden und haben viel Platz zum Spielen. Auch wenn der Außenbereich erst noch fertiggestellt werden muss. Aber nach einem Jahr in Ausweichräumen, in denen die Gemeinde zusammengerückt ist, spielt das kaum eine Rolle. Außerdem, die Kinder sind bei der Gestaltung eingebunden worden. Unsere Kinder wurden natürlich sehr viel beteiligt. Wir waren oft auf dem Bau, haben uns das angeschaut. Partizipation mit den Kindern. Viele Ideen der Kinder wurden auch mit aufgenommen. Farben ausgesucht. Die Baufirmen freuen sich deshalb jetzt schon mit einem Augenzwinkern auf den Nachwuchs. Damit das alles möglich ist, haben viele Geldgeber in die Sanierung investiert. Insgesamt das Sanierungsvolumen beträgt ungefähr 1,3 Millionen Euro. Und Summen, die setzen sich zusammen, halt eben aus einer Beteiligung des Landes, ungefähr 365.000 Euro. Der Landkreis hat sich beteiligt mit etwa 114.000 Euro Fördermitteln. Das Bistum Osnabrück. Den größten Teil tragen die beiden politischen Gemeinden Handrup und Wettrup. Einmal die Gemeinde Handrup etwa 350.000 Euro und der Anteil der Gemeinde Wettrup ist ungefähr 117.000 Euro. Und das sind noch nicht alle. Die Freude über das gelungene Projekt spiegelt sich auch in der Nachbarschaft wider, die der Kita zum Einzug einen Kranz schenkte. Aber selbst wenn der Kranz irgendwann nicht mehr grün ist, die Kinderaugen werden in dieser schönen Kita sicher noch einige Jahre wie Sterne strahlen. Das waren die MSTV News für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.